Und willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir haben vor, ins Tal der Zerschmetterung zu gehen. Und das werden wir wohl auch tun. Also rein mit uns. Wir müssen jetzt erstmal auf den Zonen-Server warten. Wieso? Oft, wenn wir in Zonen gehen, die sonst, ja, ich sag mal, quasi ausgestorben sind. Denn es gibt wirklich ganz, ganz wenige Leute nur noch, die mal in das Tal der Zerschmetterung gehen. Also es sind dann eher die Ausnahmeleute, wie wir jetzt. Wir suchen uns ja wirklich jede Quest mal zusammen. So, Questbuch. Ich bin in das Tal gegangen und hab blub. Ja, also. Riesentöterschläger. Den schnappen wir uns doch mal. Feuerball. Los. Kabum. Wie gesagt, ist eine Solo-Instanz. Das heißt, wir müssten die eigentlich locker packen. Den schnappen wir uns auch so. Okay. Das war unerwartet. So. Zack. So, machen wir noch einen Blitzsturm. Zack, sind sie alle tot. Oh, hier ist ja noch einer. Naja. Sterben die halt mit. Bett. So, nächster Feuersturm. Bums. Du bist auch jetzt jeden Moment tot. So, so einfach geht das hier ein bisschen. Das Tal der Zerschmetterung hatte. Ach, ja, genau. Das Tal der Zerschmetterung hatte damals übrigens noch mehrere Gebrauchsgründe. Die mussten auch mal Paladine ihre sogenannte Klassenquest erfüllen. Damals war man nicht von Anfang an die Klasse, die man war, sondern man musste sich. Hat zum Beispiel jetzt als Kämpfer begonnen und musste sich dann gezielt für den Weg des Paladin entscheiden. Also mit Level 10 konntest du dich dann entscheiden, welche Art von Kämpfer du werden wolltest. Du bekamst dann so eine grobe Einteilung. Und die Entscheidung, dass du jetzt, sagen wir mal, Paladin wurdest, ein Paladin werden willst, die musstest du dann mit Level 20 treffen. Das musstest du natürlich beweisen. Und dafür gab es dann auch hier das Tal der Zerschmetterung, nur in einer anderen Form. Alles voller Gnolle, alle gelb und heldenhaft und so weiter. Da hat natürlich ein Paladin keine Chance gegen. Was musst du also machen? Er musste sich an der Gnolle nur vorbeischleichen. An einem Großteil der Gnolle. Und nur hinterher ein paar grüne Gnolle killen. Grüne waren ja dann wieder machbar. Gut. Oh, und die waren also überhaupt auch Lamm. Nochmal von vorne. Und die waren dann auch überhaupt nicht heldenhaft gewesen. Ich hab's heute aber auch schon wieder mit meinen in Anführungsstrichen Sprachfehlern. Ist einfach, wenn man zu schnell zu viel redet, dann verhaspelt man sich ganz, ganz schnell. Und wenn man schneller denkt, als man reden kann. Das kommt noch hinzu. Wir räumen hier einfach mal fleißig auf überall. Aber so schnell ändern sich auf einmal ein paar Pläne, die man sonst vorher immer hatte. Aber das ist mir ja nicht, ist ja uns nicht unbekannt, dass ich manchmal zu extremen Stimmungsschwankungen und sowas leide, was die Ideen und so weiter angeht oder Pläne. Von daher, ihr müsst es sowieso hinnehmen, wenn ihr mich denn gerne guckt. Die Alternative wäre natürlich, dass ihr mich deabonniert oder so. Was ich aber ziemlich kacke fände. Denn ich habe eigentlich Spaß daran, zu sehen, dass sich zumindest einige Leute hier unterhalten. Und solange es noch mindestens eine einzige Person gibt, die den Spaß daran hat, mich regelmäßig in Anführungsstrichen einzuschalten, werde ich auch nicht aufhören mit dem Let's Play. Das sei jetzt schon mal gesagt. Nächster
Ja, eigentlich wollte ich sagen Feuersturm, aber Leistungsverbesserungspunkt passt euch jetzt ein bisschen besser. Den verteilen wir natürlich auch nochmal. Huch, der ist auch respawned. Ich muss sterben. Stirb. Also hier haben wir voll, hier haben wir voll Zauber. Genau, wir machen den Feuerball ja stärker. Ich guck mal hier drüben, ob hier schon was respawnt ist oder so. Wo habe ich den gerade nur übersehen, den Einschläger anscheinend, ja. So, machen wir jetzt mal schon mal ein paar Hellseher weg. Nummer 1. Und der hat sogar eine Schatztruhe verloren. Aber ein Templar-Skill. Naja. Man kann ja nicht immer Glück haben. Magma-Kammer und Opferung. So, den nächsten können wir schon mal angreifen. Feuerball. Manchmal wundere ich mich erst echt, warum ich den quasi schon angreife, obwohl ich noch überhaupt nichts gemacht habe. Hm. Mysteriös, mysteriös. So, Magma-Kammer, Erfolg von der Opferung. Opferung, gefolgt vom Solarbrand. Hell. Nutzen wir mal unsere Skills, die auf mehrere Gegner gehen und hauen die alle gleichzeitig um. So, haben wir das auch. Den noch. Dort drin ist auch noch einer. So, du musst auch noch sterben. Die ist doch gerade dort aufgetaucht, der Aufspürer, oder nicht? Oder sehe ich jetzt falsch? Hau mal eben um. Jetzt kommt sein Hündchen noch. Naja, immerhin, wir hauen ja schneller um, als die respawnen können. Schatztruhe! Und wenn das so weitergeht, dann werden wir in dieser Folge vielleicht sogar noch Level 26. Die Viecher hier geben natürlich Bonuserfahrung, weil das halt alles eine Instanz ist, ne? In den Instanzen gibt es halt mehr Erfahrung als außerhalb. Das ist eigentlich immer so in Everquest 2 gewesen und ist auch in vielen anderen Spielen auch in dieser Form. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur etwas ist, was es nur in Everquest gibt. Gleich haben wir alle Hellseher kaputt, dann dürften die Inneren angreifbar sein, diese Ältesten. Da sind sie auch jetzt angreifbar geworden. Gut. Hauen wir sie eben drum. Aber wirklich Geld haben die nicht. 29 Kupfer. Ist schon ein bisschen traurig. 36 Kupfer. So, Bums. Immer noch nicht tot. Mal zu labern. Ich will jetzt nicht den Feuerball dafür opfern. Mit dem Feuerball will ich den nächsten One-Hitten hier. Man muss ja schon ein bisschen effektiv kämpfen dann, ne? Gucken wir mal kurz auf die Zeit. Ja, sind locker gut in der Zeit. Also die Instanz werden wir auf jeden Fall in dieser Folge abschließen können. War mir auch ziemlich klar, dass wir da hier so ein bisschen durchrushen können. So, jetzt haben wir hier alle sehr Hellseher besiegt. Und jetzt da, der Portal-Widerling ist erschienen. Mit einem Pfeil hoch. Schaffen wir den? Wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Fesseln ihn und Feuerball. Eine Opferung. Und die nächsten Fesseln müssen kommen. So, eine verstärkte Magma-Kammer. Bums, den haben wir geschafft.
uns schnell alles, was hier ist. Nein, jetzt ist schon der nächste. Scheiße. Komm hier. Ja, komm hier. So. Ketten drauf und zurück. Oh, ich hab jetzt zurück gesagt, nicht seitwärts weg. So. Feuerball. Und Befestigung. Jetzt kommt eine Opferung drauf. Nochmal fesseln. Und Magma-Kammer. Haben wir den auch. Und ein Schläger ist hier aufgetaucht. Den hauen wir auch eben schnell um. Was in der Quest 2 auf jeden Fall so ist, man kann sowohl durchs reine Monster kloppen, als auch durchs Questen relativ schnell leveln. Ist zumindest meine Erfahrung soweit. So, wir haben Adept-Skill gewonnen. Hurra. Damit haben wir jetzt auch den eisigen Wind mal ein bisschen stärker. Das ist gut. So, die Abscheulichkeit, das ist das letzte Vieh, was wir da umhauen mussten. Also, mit voller Pulle drauf. Boah, was wir schon für einen Schaden raushauen. Echt genial. Und damit haben wir die Quest fertig. War eine schöne Quest so am Rande. Hat ja auch wunderbar in diese... Da ist die Respawn echt hier. Feuersturm und vereister Wind. Und noch ein bisschen Sturm hinterher. Und noch Feuersturm. Dann sind sie beide gleichzeitig tot. Das ist doch wunderbar. Ein unglücklicher Glücksritter. So, springen wir mal raus hier. Ja, wir haben jetzt einen Ausschlusstimer, also die Instanz ist jetzt für eine gewisse Zeit gesperrt. Das ist, gibt es in, glaube ich, schon seit EverQuest 1 oder so. EverQuest 1 war ja so eines der ersten Online-Rollenspiele, soweit ich mich erinnern kann. Und EverQuest 2 ist jetzt halt der Nachfolger, der jetzt auch mittlerweile schon 8 Jahre, ich meine 8 Jahre, während es auf dem Markt sind, ist. Sieht man auch immer wieder an mit der Grafik und so weiter. Ich finde es aber immer noch genial, dass Sony Online Entertainment immer noch weiter hier dran arbeitet und es stetig erweitert. Es gibt ja viele Spiele, die schnell abgeschrieben werden und einfach bums verschwinden. Oder dann vom anderen Publisher nochmal wieder eine Zeit lang wieder auftauchen oder so. Aber EverQuest und EverQuest 2 und generell alle Spiele von Sony Online Entertainment werden irgendwie einfach immer mitgezogen, solange die nur annähernd Profit rausbringen. Und dafür muss ich echt vor denen den Hut ziehen, dass die sich sowas trauen, was viele sich nicht trauen. Wir reiten mal hier ein bisschen einfach entlang. Hier hinten war ich zwar schon noch nie, glaube ich. Huch. Eine Named-Krabbe. Steinklaue. Die hauen wir natürlich um, ne? Gibt ja gut immer Bonuserfahrung, wenn man so ein Named umhaut. Schützt sich auch noch. Das Mistvieh. Aber jetzt haben wir ihn umgehauen. Hehe. Edge. Ah, eine weite Säbelstellung. Ne, auf die habe ich jetzt keine Lust. Das sind so, ja, kloppe 10 von den Dingern und du bekommst ein bisschen Gold-Quests. Hier ist ein Hintereingang für irgendetwas anderes noch. Hier muss man wahrscheinlich irgendwann mal für eine Quest rein, meine ich. Vielleicht sogar für die Quest von dem Typen dort vorne. Mit der werden wir uns vielleicht auch noch beschäftigen. Ich muss einfach mal gucken, was wir so machen und was sich so spontan ergibt. Also gucken wir mal hier ein bisschen lang. Hier sind ein paar Dornbüsche, die brauchte man mal für irgendwann für eine Quest. Ich meine, es wäre eine... Oh, schwarzer Bella, wieder ein Name, den hauen wir auch natürlich schnell um. Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. War, glaube ich, eine weite Seebestellung, dort musste ich mal nach den Dornbüschen suchen. Und denkst du, ich habe irgendwo in Antonika die Dornbüsche gefunden. Irgendwann bin ich durch Zufall hier hingekommen und dann habe ich mich natürlich schwarz geärgert, dass ich den nicht vorher schon gefunden habe hier. Schlechter beides. Aber immerhin bringen Gold oder Silber oder auch Kupfer.
Und wenn wir dann hinterher in Kinos sind, werden wir aber erstmal die neuen Kinos-Quests machen. Die habe ich selber mit Menschen noch nicht gemacht. Wegelagerer. Hier unten ist ein Druidenring. Mit denen kann man sich mittlerweile auch einfach hier hin und her teleportieren, was ich eigentlich ein bisschen blöd fand. Damals konnten nur Druiden Portale zu den einzelnen Druidenringen öffnen. Also die konnten überall Portale öffnen, mussten nur den Druidenring mindestens einmal besucht haben. So wie das jetzt ist, ist es ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Hier springe ich mal ab, hier gehe ich mal in die Höhle rein. So. Naja, eine leere Höhle halt. War die Mühe jetzt nicht wert, aber egal. Ich guck mal kurz auf der Zeit. Ja, ich denke mal, wir können so langsam wieder einen Schnitt machen bald. Nicht ich, wir, ja, wie auch immer. Also, wir reiten nochmal eben schnell hier rüber ins Windpirscherdorf. Das haben wir ja auch noch nicht gesehen. Und dort, denke ich mal, ist ein guter Punkt, um einen Schnitt zu machen. Hier sind wir jetzt im Windpirscherdorf. Und was es noch alles in Antonika gibt und was wir in Kinos machen werden, das erfahrt ihr natürlich in den nächsten Folgen. Vergesst nicht das Einschalten und ja, wenn euch das Let's Play gefällt, scheut euch nicht, den Abo-Knopf zu drücken oder auch fleißig Kommentare zu hinterlassen. Versuche auf alle Kommentare zu antworten und wenn notwendig auch im Let's Play darauf einzugehen. Von daher, ich beiße nicht. Einfach machen. Bis dahin und dann, ja, nochmal von vorne. Ich wünsche euch auf jeden Fall etwas. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.